Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu FIFA 20 AC Milan Karriere. Wir haben ordentlich Knete auf dem Konto und wir können noch den einen oder anderen Transfer tätigen. Wir haben Calhanoglu verkauft oder Calhanoglu, wie man sagt. Du hast schon Stärke 90 erreicht. Beide hier 86. Ja, die Frage ist jetzt, wo investiert man? Und ich hatte mir in den Kopf gesetzt, als Laie, wenn ich kriegen würde, ich probiere das jetzt aus, würde ich gerne. Wo ist er? Ich würde ihn gerne haben, weil zum Kaufen ist er mir zu teuer. Also denn wir kriegen ihn tatsächlich so vielleicht für 50 Millionen. Sieht schon mal nicht gut aus. Ich gerne einen hätte, der rechts sowie links kann. Und wäre er vielleicht eine Option. Schnell, bin auch in echt, also von ihm begeistert. Guck sich das einer an. Schön für Frankfurt, das freut mich. Bessere Entscheidung als Barca oder Inter, definitiv. Das wäre noch so ein Stürmerwunsch. Oh, die wollen es aber auch wissen. Könnte man vielleicht sogar tätigen. Haaland. Ich hatte aber noch überlegt. Das wäre noch so ein knaller Transfer, ne? Italiener, zack, zack. Der ist hinten bei uns aber dicht. Sehr cleverer Transfer. Muss man sagen. Oh! Auf den hatte ich auch ein Auge geworfen. Das hat PSG schon mal eingetütet. Auf den hatte ich auch ein Auge geworfen. Ja, sehr schön. Spielt alles gegen mich. Ja, und das Problem ist, ich hatte noch ihn im Auge. Jetzt bin ich ehrlich geschockt, weil meine möglichen Optionen, die ich hatte, weg sind. Das ärgert mich sogar. Ansonsten sieht es gut aus in der Innenverteidigung. Ja, das ist echt ärgerlich. Muss einen ganz kurzen Cut machen. So, und ich werde es einfach machen. Er würde bei Barcelona vermutlich das früher oder später aussortiert werden. Und wir schauen mal, ob wir vielleicht Dembélé verpflichten können. Das soll jetzt nicht die Dauerlösung sein. Aber das sieht schon mal sehr interessant aus. Und lass uns doch 52 machen.
Du bist ein Los. Ah, er möchte den. Der denkt sich auch so. Ich möchte ihn schon loswerden, aber so viel Geld wie möglich. Das passt. Eine Leihe wäre mir lieber gewesen. Ich wollte in der Verteidigung eigentlich gucken. Aber wenn man mir die Spieler da einfach alle wegnimmt. Ja, Rolle im Kader nur wichtig. Also das verstehe ich immer nicht. 4 Jahre. Unter 5 Jahre geht's nicht. Und der sagt ganz klar, was er haben möchte. Einstiegsbonus. 15 Tore, na, die muss doch erstmal machen. Das geht, das machen wir. Und wir haben sogar noch Geld übrig. Und zwar 60 Mille. Und es müsste ein Verteidiger sein, weil die beiden Mittelfeldspieler, ihn kann ich runterziehen ins Mittelfeld. Das heißt, wir hatten Dreier. Nur die Frage ist, wen? Ich hätte noch einen Wunsch, aber die Frage ist, ob wir den bekommen. Zum einen und zum anderen ist die Frage, wie besetzen wir denjenigen, der aktuell auf der Position ist. Pogba ist zu Real Madrid. 74.000. Tja. Das ist schade mit Firpo. Den hätte ich sonst. Aber gut. Nee. Wir machen das anders. Ich hatte ja ganz kurz in England, ich glaube Tottenham war das, hatte ich den ihn ja ins Auge gefasst, weil auch linker Verteidiger kann und oben so ein bisschen von jedem. Das ist interessant, der sagt mir auch was, aber ist zu alt für, also finde ich. Das ist nichts, wo wir jetzt mal. Daniele Rugani. Okay. Thiago Silva ist klasse. Freut mich. Er kann, glaube ich, auch rechts und links, ne? Ja, das wäre natürlich noch so ein klasse Stürmer. Ja, ich weiß nicht, verteidigertechnisch habe ich irgendwo Maguire. Vertrag läuft in 11 Monaten aus. Das ist interessant. 23,86. Schnell, Ausdauer, Defensivbewusstsein, Grätsche. Auf jeden Fall interessant. Mit 27 basteln wir uns nicht rein. Das ist auch ein Kracher. Einer der besten der Welt und das steht da nicht ohne Grund. Niklas Süle. Aha. Patrick Roberts. Ja.
stöbern wir bei Liverpool. Werden wir nicht bekommen. Aber Sergi Roberto. 82. Das ist ein Verteidiger, ne? Möchte ich aber nicht von Liverpool wegholen. Ja, viele Optionen haben wir dann nicht mehr. Chelsea. Tja, 60 Mille. Tja, das ist halt die Frage, ne? 82 Mille. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in das erste Spiel. Schauen uns mal an, was so passiert. Und wir haben vergessen, Donnarumma aufzustellen. 1:1. Quetta kam für Cassie. Caldara hinten. Dembélé wurde auch gleich eingewechselt, sehr schön. So, Hauptsache Piemonte hatte ich gleich gewonnen. Dann rennen wir nämlich erstmal wieder hinterher. Ja, gib Gas, Kollege. So, dann können wir noch einen verkaufen. Das Training. So, damit kommen wir gleich wieder mal auf Neapel. Ansu Fati wird nicht passieren. Ausgerechnet zu PSG. Denn mit Mbappé und Neymar, das wäre schon. Da haben die aber auch ausgesorgt. Jo, die Ziehung der Champions League. AC Mailand. Na? Ach Mensch. Erhalten. Transferangebot. So. Können wir nochmal auf die Champions League gucken? Glückliche Auslosung. Warte mal. Gut, den Text hätte ich dazu gerne schon gesehen. Leverkusen, Villarreal und Moskau. Machbar. Also Leverkusen hat sich auch verstärkt, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es ein Selbstläufer ist, aber so mit positiv denken, das wird schon. Und damit beende ich erstmal die Folge. Ich sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.